Leute, heute machen wir diese schönen Perlenanbänder mit den Blümchen zusammen. Ihr braucht bunte Perlen, Verschlüsse, eine Nylonschnur und eine Nadel. Knotet an einem Ende euren Verschluss fest und fädelt am anderen eure Nadel auf. Jetzt schneidet ihr mit 6 Perlen einfarbig oder wie ich hier zweifarbig. Dann sieht es so aus. Für die Blume braucht ihr jetzt 4 weiße Perlen und eine gelbe für das Mittelstück. Auch einfach auffädeln. Dann sieht es so aus. Jetzt geht ihr mit eurer Nadel in die erste weiße aufgefädelte Perle rein und zieht den Faden einfach durch. Jetzt habt ihr schon die Hälfte der Blüte. Fädelt nun wieder ganz normal 3 weiße Perlen auf. Geht jetzt mit der Nadel in die weiße Perle ran, die am nächsten an der gelben liegt und zieht den Faden durch. Und schon hat sich die Blüte geformt. Macht so immer weiter, bis euer Armband lang genug ist und knurrt dann nur noch euren anderen Verschluss dran. Tschüssi!